Sagen Sie mal, Sie haben dann einen eigenen Verlag gegründet, den Barz Verlag. Wieso das? Das war mir Gaudi. Der Verlag hat eigentlich nie was verlegt. Als wir den Verlag hatten, waren wir nur verlegen. Also, ja. Und darf ich trotzdem fragen, wie zu dem Namen, ich spreche den bestimmt ganz falsch aus, Biermöselblosen gekommen? Jetzt, ja, es gibt ein Moor, das heißt Biermoos. Und da ist eine Familie, die sind, bestehen aus 15 Geschwistern, die alle Musik machen. Das ist eine, um das, ja, wer sie nicht kennt, gibt es das überhaupt, dass die einer nicht kennt? Die sind hervorragende Musiker. Wenn ich jetzt sage Musiker, ich sage jetzt nicht Musikanten, sondern wirklich Musiker. Der Chef von dieser Gruppe, von diesen Kindern, das ist eine Eltern, also der Vater war Lehrer, die Mutter, die kommen aus einem kleinen Dorf. Und der, wie soll ich sagen, der Tüchtigste, das ist der Stofferlwell, also musikalisch der Tüchtigste, der war Stadtrompeter bei den Münchner Philharmonikern und beim Celli Bidache und war also großartig. Aus gesundheitlichen Gründen musste er dann, also konnte er nicht nur Trompete spielen. Und dann hat ihm dieser Celli Bidache aus der Privattasche finanziert, dass er noch Harfe lernt an der Musikhochschule. Aber ich muss dazu sagen, das Tolle ist, wenn Sie das eben sehen würden, das ist ein Mensch, der spielt jedes Instrument, jedes. Also der spielt, ich sag mal, Minimum 15 Instrumente, natürlich nicht alle auf dem Niveau wie vielleicht die Trompete oder die Harfe, aber wenn Sie das hören, was der kann, das ist unvorstellbar. Er ist ein Ausnahmemusiker und ich glaube, der war damals in der Zeit einer der besten Trompeter in Mitteleuropa. Also, und die machen halt Volksmusik. Und wenn ich sage Volksmusik, dann muss ich das noch mal ein bisschen erklären, weil ich glaube, der Begriff ist ja nun wirklich missverständlich. Missverstehen wir haben, Sie mich richtig. Ja. Wir haben die bayerische Volksmusik, hat eben erstens einmal, dass es einen wunderbaren Schatz an Melodien gibt, der uralt ist, von dem ja auch der Mozart geschöpft hat und so weiter. Aber sie hat auch immer gehabt eine kritische Variante. Unter Kritik meine ich, dass man soziale Verhältnisse besungen hat und die Schuldigen benannt. Also auch die Schuldigen und die für diese Sachen verantwortlich sind, nicht geschont hat. Und das in einer wunderschönen, lustigen, in Form von einem Gstanzl oder in verschiedensten Möglichkeiten eben ausgesungen hat. Und wenn man das nicht gehört hat, das ist eben was anderes als das, was man, also es ist nicht am Brunnen vor dem Tore, damit hat es nichts zu tun und auch nicht mit dieser kommerziellen Gedudel, was es da gibt, sondern es ist eine wunderschöne Musik und sie ist eben geeignet und diese Well haben das wieder bei uns ins Bewusstsein gebracht, dass diese Musik, die eigentlich so für Traditionalisten und so weiter sehr stark ein bisschen verstaubt war, die haben sie aufpoliert eben, indem sie Texte geschrieben haben mit dieser Musik, die bei uns, also wenn die CSU, die SPD in Bayern nicht fürchten musste, aber die Biermöselblasen schon. Ich war ja einmal beim Nockernberg, ne? Und da habe ich was erlebt, was ich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Da saß Seehofer und ich gehe hin und sage ihm guten Tag und da standen so 6 Fotografen und fragten ihn, ob sie das fotografieren dürfen. Ach so. Ja, das ist das wirklich ist undenkbar. Also wenn haben 2 Personen Eindruck, des öffentlichen Lebens und dann sagte Seehofer, ja. Also aber wie, also ich meine, ich war wirklich voll Schocken, ehrlich gesagt. Ja. Aber da hat er sein Hermelin nicht dabei gehabt. Nein. Herr Gysi. Darf ich ganz kurz was fragen? Klar. Haben Sie den Eindruck, dass er Bier getrunken hat oder war da Limonade drin? Nein, die haben geschummelt, die haben alle geschummelt. Der Einzige, der das Starkbier getrunken hat, war ich. Weil ich das natürlich nicht wusste, ja, wieder naiv, wie ich bin. Und die brachten mir ein Maß, dann war ich immer noch nicht dran und ich wusste ja nicht, was sie über mich bringen. War mir ganz schlecht, dann brachten sie mir noch ein Maß und danach bin ich ins Fernsehen gegangen. Und ja, das hat der Strauß auch schon einmal gemacht. Ja, ja, ich weiß. Aber der konnte nicht mehr reden dann. Ja. Ich war noch in seinem Stadium, wo ich das konnte.
Und dann sagte die schon, neben mir saß der Söder. Naja, das ist auch schon ein Vergnügen. Und dann sagte sie zu mir, Herr Gysi, ist ja nett, dass Sie noch unsere Fragen beantworten. Da sage ich, ja, ich beantworte jede Frage. Ob eine Antwort morgen noch gilt, weiß ich nicht, denn ich habe schon 2 Maß Starkbier getrunken. Und vor mir stand schon wieder ein Bier. Und dann habe ich gemerkt, dass der Söder geschummelt hat, der hatte gar nichts getrunken. Dann war der so trocken, ernst und langweilig. Ich gesagt, Mensch, Herr Söder, seien Sie doch ein bisschen lockerer. Ja. Aber das Schöne ist, ich habe nur positive Briefe aus Bayern gekriegt. Denen hatte gefallen, dass ich da... Ja. Mir hat einmal jemand auch gesagt, er versteht eines nicht, man kann nicht katholisch sein und kein Bier trinken. Ja. Wie soll denn das gehen? Das passt doch nicht. Und wenn man es trinkt, wird man es. Ja. Also, der Stoiber hat, glaube ich, auch nicht getrunken, ne? Nee, der hat nur Tee immer drin gehabt. Ne? Wobei ich nicht weiß, Pfefferminz oder Kamille, das weiß ich nicht. Aber wissen Sie, die Brüche sind ja immer spannend. Ich hatte jetzt als Gast im Deutschen Theater Klaus von Donani, ne? Der Baron und so weiter und so weiter. Und der war ja dann mal Landeschef der SPD in Rheinland-Pfalz. Da habe ich gesagt, da müssen Sie doch zum Fasching gehen, sich verkleiden und so. Sie kommen doch nicht drum herum, das passt doch so gar nicht zu Ihnen. Ja, sagt er, es gibt furchtbare Situationen im Leben, aber da muss man einfach durch. Und dann kann ich mir so vorstellen, wie der da plötzlich mit rumhoppeln musste. Aber kann es nicht sein, dass er sich schon verkleidet gefühlt hat? Ja, das kann sein. Also, sagen Sie mal, mit dem ZDF, Sie haben mal eine Kritik an Friedrich Zimmermann geäußert. Holt Schwurhin, sagen wir, ja. Und da wurden Sie wirklich richtig gerüffelt vom Intendanten? Ja, das war ein bisschen hart, ja, das stimmt. Das ging darum, dass ich sollte bei der Preisverleihung in Mainz zum Deutschen Kabarettpreis, das hat man mir gesagt, also der Redakteur kam zu mir und hat gesagt, in dem Text, er hätte es gelesen, was ich da jetzt vortrage, und da käme der Name Old Schwurhand vor. Also der Zimmermann ist ja berühmt mit diesem Meineid, nicht, den er geleistet hat. Den hat er aber abgeleitet, nicht? Der hat so gemacht, dass der Eid, war er weg. Man hat ihm, ja, und die Richter haben ihm ja bestätigt, dass er eine Absenz hatte, während er geschworen hat. Ja. Davor war er, also war zum alles in Ordnung, und danach auch gleich wieder. Ja. Nicht? Von einer Sekunde oder zwei kam von oben diese und so. Und dieser Old Schwurhand. Und dann habe ich natürlich Old Schwurhand, das steht da drin. Und dann sagt der Herr Polt, und das habe ich mir gemerkt, natürlich merkt man sich das, lassen Sie bitte den Namen Old Schwurhand aus dem Text, sonst wird der Text zu lang. Schön, gell? Ja. Darf ich Ihnen eine Sache erzählen? Ich war ja jetzt bei Aachen bei dem Orden wieder den tierischen Ernst. Und davor war ich schon mal bei der Heute Show, was mir übrigens sehr schwer fällt, weil ich das gar nicht richtig kann. Bin völlig nervös. Aber ist auch egal. In beiden Fällen wurde das Gleiche geschnitten. Raus. Und wisst ihr was? Ich habe jedes Mal gesagt, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es bisher nur Plagiate an Dissertationen im Westen gab, noch nie im Osten? Jedes Mal rausgeschnitten. Ist doch auch interessant, ne? Sagen Sie mal, und dann kam ja die Auszeichnung. Und da sollen Sie 8 von 10 Minuten geschwiegen haben? Ja, das stimmt. Das ist dokumentiert. Das war natürlich für mich, muss ich zugeben, das war Kraftanstrengung. Ich hatte das schon mal geübt. Aus irgendeinem Grund hat sich das so ergeben, dass ich mich auf die Bühne hingestellt habe und nichts gesagt habe. Und ich war ein bisschen trainiert. Und bei dieser Sache, da liefen die Kameras und ich saß da und wollte eben nichts sagen, weil man mir gesagt hat, ich dürfte bestimmte Dinge nicht sagen und wenn ich die sage, müsse ich mit Konsequenzen rechnen. Und dann habe ich gesagt, dann sage ich auch nichts mehr. Aber die Kamera läuft, das war live, nicht? Und dann habe ich nur gesagt, erstaunlich, was so eine Minute im Fernsehen kostet. Also das waren dann circa 7-8 Minuten und wenn man das in Werbung umsetzt, dann ist das viel Geld. Nicht? Aber das heißt, Sie haben da nicht Old Schwurhand gesagt und nichts? Nein, ich habe so eine Sanduhr hin und habe den Leuten gesehen, wie die Zeit vergeht, ne? Auch im Fernsehen. Und was gab das für einen Ärger? Naja, ich bin dann auf die schwarze Liste gekommen beim ZDF, bin aber jetzt seit mindestens 4 Jahren wieder getilgt. Also ich dürfte im Fernsehen, im ZDF wieder was sagen. Inzwischen hat sich wahrscheinlich die Fernsehsituation so verändert,
dass es wurscht ist, was einer sagt im Prinzip, ja. Oder fast wurscht ist. Ja, das, der Merkel ist das auch eher wurscht und der Kohl spielt nicht mehr die Rolle. Aber Roger Willemsen hat mir erzählt, er hat sich irgendwie, auch im ZDF, ein bisschen gegen Kohl geäußert und dann hat der Intendant ihn angerufen und gesagt, Kohl hat sich bei ihm beschwert. Und er schlägt ihm vor, dass er ab jetzt nicht mehr über Politiker, sondern über die Gattinnen von Politikern berichtet. Und das ist wenigstens eine Alternative, ja klar. Ja. Und dann hat er gesagt, was mich am meisten aufgeregt hat, ist, überall, wo ich das erzählt habe, hat sich keiner gewundert. Ich dachte, die Leute sind noch empört, aber die waren gar nicht empört. Ich meine, für die DDR ja. War das normal, aber für die Bundesrepublik. Sagen Sie mal, Sie haben ja... Also trotzdem, diese 8 Minuten Schweigen war natürlich ein Eklat. Und dann waren Sie auf der Liste, aber ein Gespräch gab es nicht, dass der Intendant gesagt hat, so jetzt müssen wir mal über alles reden, damit wir hier ein Verhältnis kriegen oder so. Na, der Intendant, der wusste ja gar nicht, wer ich bin. Der kannte mich ja gar nicht. Der macht ja Fernsehen, aber er weiß nicht mit wem. Das verstehe ich. Aber braucht man fürs Kabarett nicht auch Eklats? Ja, natürlich gab es Eklats. Wir haben mit dem Dieter Hildebrand zum Beispiel eine Sendung über den Rhein-Main-Donau-Kanal gemacht. Und da haben wir eigentlich, kann ich sagen, wir haben sehr gut recherchiert. Es war eine sehr gut recherchierte Sendung. Und die meisten Verräter waren CSUler, waren Schwarze, muss ich dazu sagen. Leute, die sich empört haben, dass der Strauß diesen Kanal bauen ließ, weil der Kanal ist ja dann international und auf einem internationalen Kanal dürfen dann auch die Russen fahren. Und dann haben die gesagt, der Strauß gibt den Russen die Möglichkeit, vom Schwarzen Meer bis nach Donauwörth zu fahren, nicht? Und das würde nicht gehen. Und dann haben die mir die Kosten und den Wahnsinn dieses Riesengebäudes, also ein unglaubliches Gebäude, vergleichbar mit Pyramiden oder ich weiß nicht mehr, also unvorstellbar. Und da hat der Dieter auch diesen schönen Satz gesagt, normal sagt man Schiff Ahoi, aber wenn da durch diesen Kanal ein Schiff kommt, sagt man Hoi, Schiff. Also, ja. Sie haben immer versucht, nicht zu viel TV-Auftritte zu machen, um nicht verschleißt zu werden. Man ist immer, wenn man auf der Bühne gern geht, ist man schon ein bisschen ein Triebtäter. Aber ich bin jemand, der... Ich kann mir auch außerhalb der Bühne ein Leben vorstellen. Ich habe Möbel daheim, ich will die benutzen. Aber Couch kann ich nicht nur. Also es gibt ja Leute, die wohnen im Fernsehen. Und dazu gehöre ich nicht. Ich wohne schon lieber noch daheim. 1980 war die erste Folge vom Scheibenwischer. Die war ja nun wirklich berühmt. Auch übrigens in der DDR ganz viel gesehen. Ich weiß. Und da haben Sie ja mit Dieter Hildebrand zusammen gearbeitet. Wie war Ihr Verhältnis zu Dieter Hildebrand? Ja, mit dem Dieter verbindet und verband mich natürlich eine große Freundschaft, weil, ja, warum? Weil der Mensch immer im privaten Bereich, meine Frau, seine erste Frau, wir waren insgesamt oft beieinander, auch privat. Wir haben uns halt mitgeteilt, wir haben miteinander getrunken, wir haben miteinander einfach eine Gaudi gehabt, ne? Muss man mal so sehen. Wir haben uns amüsiert über die Figuren, die wir haben. Wir waren immer berauscht und begeistert, dass wir in Bayern so eine politische Menagerie haben, um die man uns beneiden muss, weil das hat nicht jeder. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Und da waren wir einfach begeistert. Und ja, und durch dieses viele Miteinandersein, wir haben ja dann etwas gemacht miteinander, was nicht im Fernsehen war, eigentlich nicht so im Fernsehen, aber was für uns wunderschön war zu spielen, in Münchner Kammerspielen, haben wir ein Stück gemacht oder eine Revue, die hieß München leuchtet. Und das war, also diese Zusammenarbeit war großartig. Da waren auch die Wellbrüder dabei, da waren auch da war der Otto Grünmantel, ein großartiger Tiroler Komödiant und Komiker dabei, die Schneeberger und so weiter. Und wir waren ein tolles Team. Und ja, und dieses Zusammensein hat uns, ja, wir haben, ich kann vielleicht noch Folgendes sagen, weil ich jetzt hier bin. Die Tatsache, dass ich überhaupt dann in die DDR gekommen bin, hat natürlich auch damit zu tun. Ich weiß es noch, es war der Werner Schneider, sein Partner, der eigentlich die Bresche da reingeschlagen hat. Der Honecker ist nach Wien gefahren und das wusste der Werner Schneider. Und dann ist der Werner Schneider zum Kreisky gegangen und hat gesagt, Herr Kreisky, Sie müssen uns helfen,
Sie müssen etwas tun für unsere Kabarettisten. Denn das wusste ich nicht. Mir hat man so erzählt, vielleicht ist es anders. Man hat mir erzählt, dass die Kabarettisten der DDR, die durften ja gar nicht raus. Im Gegensatz zu anderen. Die waren ja unter Milke, die waren politische Abteilung, hat man es mir erzählt. Während alles andere war Kulturabteilung. Die durften Valuta verdienen und so weiter, aber die Kabarettisten waren politische Dinge und durften nicht raus. Und der Kreisky hat den Honecker gesagt, er möchte doch, dass die kommen. Und dann kam die Pfeffermühle nach Salzburg, spielten dort und da waren wir alle da. Und die wussten natürlich den Dieter so wie immer und die kannten uns und den Dieter natürlich vor allem. Und und dann ging das weiter und dann kam ja der Dieter hierher mit dem Werner Schneider und die nächsten waren dann wir. Und ja, und so kam es und so sind wir dann auch hierher gekommen. Wer ist denn hier aufgetreten in der Distel? Sie mit zusammen mit? Mit den Well, mit den Gebrüdern Well. Ja. Und ich kann vielleicht noch etwas sagen, das was ja nicht schon so witzig war, wir haben ja die erste Vorstellung, das war ja noch bei den Akademikern, war das in Leipzig, aber ich kann das nur sagen, weil wir haben uns natürlich überlegt, was können wir sagen, was können wir uns überlegen, die Biermösel haben sich schöne Lieder überlegt, alles mögliche. Wir haben gedacht, was machen wir denn? Und dann habe ich eine Geschichte erzählt, die übrigens wahr ist. Eine Geschichte, die von einem Bürgermeister handelt, der aus Moskau gekommen ist, aus dem Stadtteil Krasnaja Presnja in dieser Zeit. Und der kam nach Schliersee. Und die Geschichte von diesem Bürgermeister, der nach Schliersee gekommen ist, und die Welt war noch geteilt, die war so unglaublich, die haben wir dann später verfilmt. Aber ich komme auf etwas, weil es kam wirklich dieser Bürgermeister von Krasnaja Presnja in das Wirtshaus, wo Kartenspieler und richtige Bierdimpfer sitzen. Und dann sagt der eine, da kommt der Bürgermeister von Moskau. Wer? Der Bürgermeister von Moskau. Was tut denn der da? Ja, der kommt, der besucht uns. Okay. Dann sagt er, ja, sagt der eine, und das ist jetzt wahr. Dann sagt er, naja, ich muss sagen, also das sage jetzt ich, die Russen, der Russe, die sind sympathisch. Ganz sympathische Menschen, man glaubt es nicht, wie sympathisch. Aber leider haben wir es kaum kennengelernt, weil wir haben es halbe Meer erschossen. Und das habe ich da in dem Akademikerkeller erzählt. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Gysi, da war eiserne Stille. War sehr still. Ich habe nur wiedergegeben, wie eine Realität ist. Und dann hat mir einer gesagt, ein Kabarettist von den Pfeffermühlen hat mir gesagt, weißt du, ich kann auch nicht so gut Sächsisch, aber ich habe mir das so schön erzählt, sagt er, weißt du, die Geschichte, das wäre es nicht. Aber dass du Russe sagst, das geht nun doch nicht, weil man muss Sowjetmensch sagen. Und das wusste ich nicht. Ja, der Dieter Hildebrandt hat mir da auch schöne Sachen erzählt. Also beim ersten Mal zum Beispiel waren nur 200 Zuschauer, dann war eine Frau, die bat ihn eine Karte. Und dann hat er darum gebeten, es führte keinen Weg rein. Aber beim zweiten Mal war dann der Saal voll, dann haben sie das weggemacht. Also es war auch so Stufe für Stufe, ja. Und dann wollte die ARD das filmen, dann bekamen die Genehmigung, aber nur Ausschnitte. Dann war der Ausschnitt die ganze Veranstaltung und so weiter. Aber ich höre da ja auch immer gerne zu, muss ich sagen. Sagen Sie mal, wie politisch ist denn eigentlich die Arbeit? Also es gibt so Vorgänge. Wer macht denn die Texte? Machen das immer andere oder mischen Sie da mit? Das schreibe ich schon mir selber. Ja. Die schreiben Sie selbst. Das heißt, Sie beobachten die Vorgänge und überlegen sich dann die Überhöhung. Ja, sicher. Ich habe zum Beispiel jetzt in dem Programm, nicht, was wir jetzt hier auch spielen, nicht nur ein Beispiel. Ne? Mir ist aufgefallen, es fällt einem ja manchmal auf, dass man älter geworden ist. Ne? Und dass man dabei immer toleranter wird. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich viele Menschen, die in meinem Alter sind und auch ein bisschen älter, dass die ja, weil so viele Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben, die Kinder jetzt in der Hand der Großeltern sind. Und dann merke ich, die wollen ja eben, dass die behütet sind. Und da gibt es wirklich so Großeltern, das habe ich selber miterlebt, die jetzt ihr Geschichts- und Weltbild dem Enkel beibringen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist manchmal unglaublich, was da vermittelt wird. Nicht? Das ist unglaublich. Und
Zum Beispiel hat jemand gesagt, das habe ich so gehört und das gebe ich dann weiter, das baue ich natürlich dann. Aber diese Aussage ist nicht ein Exzess einer einzelnen Person, sondern da gibt es noch einige, die so denken. Sonst, wenn es kein symptomatisches Ding wäre, würde ich es gar nicht machen. Das einzelne Exzess. Aber der hat gesagt, er hat gesagt, ich habe die Wehrpflicht gemacht. Die jungen Leute brauchen was. Wir lassen die im Stich. Was machen die ohne Wehrpflicht? Die Österreicher haben einen Charakter. Die haben es wieder eingeführt. Ne? Die wissen, worum es geht im Leben. Bei uns junge Leute einfach im Stich lassen, das geht doch nicht. Ich habe eine Wehrpflicht gemacht und keinen Zivi. Ich hätte auch einen Zivi machen können. Aber bevor ich einen Menschen, den wo ich gar nicht kenne, den Arsch ausputze, erschieße ich ihn lieber. Das ist das Ding. Sie haben mehrere Kinofilme gemacht. Was ist eigentlich das Besondere am Kino? Wieso macht man dann auch Kinofilme? Herr Gysi, das ist schwer. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so ohne weiteres sagen. Weil warum habe ich Kino gemacht? Weil ich glaube, dass ich sowohl mit dem Christian Müller zusammen als allein oder halt immer mich dazu inspiriert gefühlt habe, zu sagen, ich habe eine Geschichte. Und es ist so, ich glaube, dass es ganz wichtig ist für mich, ich spreche immer nur von mir, zu unterscheiden, wenn man eine Geschichte hat, die man nicht privat erzählt oder der Großmutter oder nur Freunden, sondern wo man sagt, es ist eine Geschichte, die sollten andere Leute hören, dann muss man sich auch überlegen, wo ist eine Geschichte gut aufgehoben. Nicht jede Geschichte ist in jedem Medium gut verwurstelt und so weiter, wie man es manchmal macht. Sondern man muss sich schon überlegen, es gibt Geschichten, die sind nur zum Lesen gut oder sie sind akustisch gut, weil sie in einem Hörbild oder in einem Hörspiel gut sind. Und es gibt Geschichten, die sind auf einer Bühne gut und nicht im Film. Und es gibt Sketche, die kann man im Fernsehen machen, dazu wird das Kino nicht gehen. Und es gibt wirklich Geschichten, wo man eine breite Leinwand braucht, weil sich da diese Geschichte besser erzählen lässt. Und das muss man schon sich überlegen, warum will ich dann dieses Kino machen, warum ist es nicht woanders aufgehoben. Also ich lege Wert darauf, mir selber zu überlegen, in welchem Medium willst du eine Geschichte, die dir gefällt, die du erzählen willst, will ich sie haben, auf der Bühne oder im Kino oder, ja. Sie schenken ja besondere Aufmerksamkeit dieser Bussi-Gesellschaft, dem Baulöwen, der Intoleranz, aber vor allen Dingen machen Sie immer Humorgeschichten des sogenannten kleinen Mannes. Hängt das auch mit Ihrer Emotionalität, mit dem, was Sie erlebt haben, zusammen, dass Sie gesagt haben, so kriege ich es am besten rüber? Oder sagen Sie, das ist auch gerade mein Talent? Herr Kiesi, Sie haben vorhin was angesprochen, dass ich mehrere Stimmen gemacht habe. Das war der Grund war, ich habe erzählt, eine Straße in München, die luxussaniert wurde, wo die Einwohner mehr oder weniger rausgedrängt wurden an den Stadtrand und dieses Gebiet in München-Schwabing oder Maxvorstadt verlassen mussten. Und die Befindlichkeit dieser Leute und ihr Denken und ihr Leben und wie sie in einem kleinen Laden einkaufen und wie sie da sind, das habe ich versucht zu schildern. Um zu schildern, nicht nur, dass da was tot ist, sondern dass da etwas gelebt hat. Und ich habe natürlich erzählt, wie die Sicht des Hausbesitzers ist, der sagt, wenn er Mieter kriegt, die dann viel mehr zahlen, die sind ihm lieber als Leute, von denen er sagt, der Mieter ist nur wie ein Hausschwamm. Den rauszukriegen ist äußerst schwierig. Ne? Und jetzt, gerade jetzt, vor ein paar Wochen, ist ein guter Freund von mir, der ein Zeichner, ein ganz großer Zeichner, der heißt Zimnik, Rainer Zimnik, der hat sein Studio in München in der Veterinärstraße mit Studio, mit allem. Und der wurde jetzt, ja, wie sagt man, gemobbt und soll raus. Der wohnt in diesem Ding 50 Jahre drin. Und als ich zu seinem Geburtstag, zu seinem 86. Geburtstag jetzt hingekommen bin, habe ich die Kündigung da liegen sehen, wo man sagt, er muss raus. Verstehen Sie? Das sind ziemlich weit über, also 40 Jahre. Es hat sich nichts geändert. Das heißt,
noch, immer noch werden Leute einfach, ist es möglich, dass man sie rauskickt. Und das war die erste Geschichte, die ich als Hörspiel gemacht habe. Können Sie uns noch was erzählen? Und zum Beispiel von Valentin? Ja, der Karl Valentin ist für mich einer der allergrößten Humoristen deutscher Zunge. Noch ein ganz großer ist der Nestroy, also von den Alten. Aber den Karl Valentin, das ist ein so großartiger Mensch. Sie wissen auch, der Brecht zum Beispiel war ein großer Verehrer und ich glaube, der Brecht verdankt ihm auch sehr viel. Der Karl Valentin, ich sage nur eine Geschichte, nur um dieses wunderbare Denken, nur im Kleinen, weil das ist ja ein großes Werk, was der Mann hinterlassen hat, das wissen wir ja. Ich habe gesagt, dass ich den Werner Fink kennengelernt habe. Der Werner Fink war ja auch in Berlin hier im Kabarett der Komiker. Und der Valentin auch. Und das Kabarett der Komiker wurde ja dann von Goebbels und Leuten geschlossen. Leute wie der Grünbaum kamen ins KZ, furchtbar. Also wollen wir jetzt nicht alles aufrollen, nur so viel. Der Valentin hat an dieses Nazi, an dieses Reichskultur-Ding da einen Brief geschrieben. Und da schreibt er: Sehr geehrte Herren, Sie beschuldigen uns Kabarettisten, dass wir uns so schlecht aufführen, dass Sie jetzt das Kabarett zumachen. Aber Sie haben uns doch immer zensiert. Wir haben doch immer nur das gesagt, was Sie uns erlaubt haben. Haben wir jemals was anderes gemacht? So, und in diesem Fall kann ich Ihnen Folgendes sagen. Der Herr sowieso war nicht zensiert. Jetzt stellen Sie sich in seine Situation vor, der steht auf der Bühne, ist von Ihnen nicht zensiert, da kann es doch passieren, dass er was sagt, was ja einfach so, ne? Was kann doch was rausrutschen. Schuld ist nicht er, sondern Sie, weil Sie haben ihn in diese Situation gebracht. Hätten Sie ihn richtig zensiert, wäre das nicht vorgekommen. Loriot, an dem habe ich ja so bewundert, wie der den Alltag beobachtet. Ja. Also wie Ante Portas da die Treppe runterkommt und zu seiner Frau sagt, wo ist mein Dings da? Und sie sagt, wo du es hingelegt hast, da habe ich zu meiner damaligen Frau gesagt, woher kennt der uns beide? Also das ist doch auch eine Fähigkeit, ne? Ja, klar. Ja. Ja, sicher. Sagen Sie mal, Sie waren ja der Imitator von Benedikt dem 16. können wir da mal vielleicht was hören? Benedikt in Ratzinger. Naja, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt diese Texte nicht mehr so drauf, aber der hatte so eine Stimme, oder was heißt hatte, jetzt ist sie wahrscheinlich noch etwas dünner, weil er noch älter ist. Aber ich habe ihn ja gehört, wenn er Italienisch gesprochen hat. Und sein Italienisch ist relativ gut, muss man sagen, grammatikalisch, aber er hat eben das, was ich sprachlich vom Klang her Benefiziatenbayerisch nenne. Und es geht in etwa so, also ich versuch's mal, ne? Ja. Also so. Caressime, caressime, catalice, stiamo oggi in una situazione che è disastrosa, perché il anticristo sempre vuole con Belzebubis e Luciferis entrare nella nostra anima, è perché noi dobbiamo difenderci. Questo è, io sono molto grato perché è venuto Presidente Stoiber e mi ha come presente portato un Obst. Ich will Ihnen eine ganz kurze Geschichte von mir erzählen, weil die mit Benedikt dem 16. zu tun hat. Also, solange es die DDR gab, wurde ich immer über meinen Vater definiert. Also, wenn mich jemand sagt, ach, Sie sind der Sohn von Klaus Gysi und so, was anderes kannte ich gar nicht. Dann ungefähr 92, 93 kam mein Vater zu mir und sagte, weißt du, was mir heute das erste Mal passiert ist, hat mich einer gefragt, ob ich dein Vater bin. Also, das hatte sich gedreht. Und dann kam Benedikt der 16. in den 2000er Jahren in den Bundestag und wir begrüßten ihn. Und also so die Vizepräsidenten, Fraktionsvorsitzenden. Als ich dran war, sagt natürlich Lammert, wer ich bin, da sagt er, ich kenne doch Ihren Vater. Da war es wieder. Das ist halt eine andere Zeit. Ne?
Sie spielen ja sehr gerne und wie ich finde fantastisch Kleinbürger. Erstens müssen Sie ja irgendwann mal erkannt haben, dass Ihnen das besonders liegt. Ich sage mal, meine Liebling, also es gibt viele Sachen, aber wie Sie erklären, wieso man sich eine Asiatin kommen lassen soll und die daneben sitzt und immer so guckt, nie ein Wort hat. Wie war eigentlich die Zusammenarbeit mit den Toten Hosen? Sehr gut. Wirklich? Ja, ja, ja. Also ich muss dazu sagen, ich tue mir leicht, weil ich keine Musik spiele. Und dann hätte ich vielleicht größere Probleme, weil ich kann es ja nicht. Aber die Well haben mit denen zusammen gespielt. Und es ist schon was Besonderes, wenn zwei so verschiedene Musikarten zusammenkommen, ohne dass sie wirklich crashen, sondern dass sie wirklich eine Art Harmonie zusammenbringen. Das war in jeder Hinsicht interessant. Ich muss Ihnen sagen, wir haben in Wien im Burgtheater miteinander gespielt. Ich war eine Art Conferencier und dann spielten die zusammen. Und es ging schon, für mich war es schon toll, verstehen Sie, wenn Sie da reingehen in das Burgtheater und dann kommen die Anhänger der Toten Hosen. Und dann kommen die Anhänger von den Well. Zwei Menschenrassen, die sich begegnen, die nicht gewusst haben, dass es sowas auch gibt. Also das ist unglaublich. Aber die Toten Hosen, muss ich sagen, das sind einfach lebendige, lustige, angenehme, sehr herzliche Leute, die halt ja, diese Musik machen. Mir wäre sie ein bisschen... Ich meine, vom Dezibel her, es ist nicht mein Ding her, aber sie spielen auch Unplugged. Und es war wirklich toll zu sehen, wie die auch den Respekt haben vor dem Stoffel Well vor allem. Weil wenn der zum Beispiel Mozart anschlägt, wo die eigentlich erst einmal auch sich orientieren müssen, was das ist. Aber es ging. Übrigens, der Helge Schneider hat im Deutschen Theater, als er meinen Gast Rachmaninow gespielt, das ist mit das Schwerste, was du am Klavier spielen kannst. Er ist ein großer Musiker. Ganz groß. Denn erst hat er ernst gespielt und als er drin war, hat er noch Komik dazu gebracht, was ja doppelt so schwer ist. Ja. Und wenn du auf dem Seil wackelst, nicht? Ist ja immer schwerer, als wenn du gerade läufst. Also hat mir wirklich Respekt eingeflößt. Der hat von uns den Karl-Valentin-Preis bekommen, weil der wirklich in diese Richtung geht, finde ich. Ja, das stimmt. Ich finde ja schon... Katzeklo statt Katzenklo. Man muss ja immer drauf kommen, das N wegzulassen, nicht? Ich Doofkopf komme ja nicht drauf, ehrlich gesagt. Distel haben Sie schon erzählt. Jetzt muss ich Ihnen ein paar ganz kurze politische Fragen stellen. Es wäre schön, wenn Sie immer mit ein, zwei Sätzen antworten. Oder was? Nur nicken. Oder ja, je nachdem. Zum Beispiel, was sagen Sie zu Trump? Aber nicht 8 Minuten Schweigen. Nein, nein, nein. Auf Bayerisch sagt man ja mei. Was sagen Sie zu den Flüchtlingen und die Art der Diskussion in Deutschland? Ich habe vorgestern war ich im Literaturhaus in München und da hat die Herlinde Kölbl eine großartige Fotografin Lager besucht in Griechenland und in also verschiedene Lager, wo die aufgenommen sind und hat es dokumentiert. Ich kann nur sagen, man soll sich es anschauen. Was sagen Sie zur Gefährdung des Euro und vor allen Dingen der Europäischen Union? Ich glaube, die Zeit haben wir nicht, Herr Gysi. Aber sehen Sie das auch mit Sorge? Ja, also ich tue mir halt, schauen Sie, ich bin ein ganz durchschnittlicher Zeitungleser. Ich lese meistens die Süddeutsche Zeitung und dann den Miesbacher Merkur. Also Sie sehen, ich habe mich umfangreich, bilde ich mich. Ne? Und muss sagen, ja, es ist halt schwer als normaler Mensch, der sich informiert über das, was man sich informieren kann. Ich kann mir halt solche Leute wie einen Kaczynski oder Orban und wie sie alle heißen, ich kann mir das so schwer vorstellen. Verstehen Sie? In der heutigen Zeit, wo wir unglaubliche Möglichkeiten haben. Wenn Sie in ein Krankenhaus gehen und sehen, was medizintechnisch heute möglich ist,
wenn sie sehen, dass man wissenschaftlich, was man machen kann, was Künstler machen, was auch tolle Handwerker machen. Sagen Sie, wir sind nicht da, wir kommen nicht. Wenn Sie das alles sehen und dann sehen Sie, was in der Politik gemacht wird, das ist unvorstellbar, weil es geht so. Nicht? Man sagt immer, die Schere geht auseinander. Es gibt viele Scheren, die auseinandergehen, aber da geht sie schon auch wahnsinnig auseinander. Wissen Sie, weshalb die schon nicht demokratisch sind? Weil sie Folgendes machen. Weil sie sagen, wir haben die Mehrheit, dann haben wir ja doch auch das Recht, die Kontrolle über uns zu verändern. Also über Medien und das Verfassungsgericht. Genau das darfst du nie. Ja. Du darfst das nie. Es ist ganz wichtig, dass wir ein Bundesverfassungsgericht haben, das einen einstimmigen Beschluss des Bundestages und des Bundesrates aufheben darf. Und wenn du sagst, diese Kontrolle schaffe ich Schritt für Schritt ab, dann bewegst du dich weg von der Demokratie. Ich bin auch gleich fertig zu unserem Verhältnis zu Russland. Ja, also ich habe immer Gutes gehabt. Ne? Ich habe immerhin in den 80er Jahren, und es ist dokumentiert, da bin ich mit meinen Freunden im Zug von München nach Moskau gefahren. Da war der Andropow noch dran und da war es also noch. Da sind wir mit 32 Fässer Bier nach Moskau und haben Freibier ausgeschenkt, weil meine Aussage war, das Revolutionärste, was es gibt auf der Welt, ist Freibier. Und da sind wir nach Moskau, das war eine tolle Reise, sage ich nicht. Und dann haben wir überall, vor dem Bolschoi, überall haben wir Freibier ausgeschenkt. Und das kam sehr gut an und es war wunderbar. Es hat die Stimmung aufgelockert, glaubst du mir? Das glaube ich gerne. Also Sie leben ja an drei Orten, München, Schliersee und Terracina. Was unterscheidet sich da? Ja, das ist gut. Zwei Orte sind nicht am Meer, sondern träumen vom Meer. Und der andere Ort in Terracina, der ist am Meer und träumt. Ja, Festland haben sie ja auch. Also es ist, die Leute, wenn man Leute mag, dann sind sie überall tolle Menschen und es ist wunderbar, ob ich da unten in einem Kaffeehaus sitze oder in München im Wirtshaus oder im Biergarten. Überall treffen sie tolle Leute und jeder kann ihnen was geben und es ist eigentlich ganz wurscht, wo sie im Prinzip sind. Es ist überall schön, unter Menschen zu sein. Brauchen Sie diese Mischung aus mal Großstadt, mal Kleinstadt, mal ländlich, Wasser etc.? Was ich sehr gut verstehen kann. Eigentlich, Herr Giese, wenn ich in Italien bin, da unten, Süditalien, natürlich, ich sehe eine Welt, die wir uns, und die ist so nah, die schon so verschieden ist, die Bedingungen. Ja. 100 Kilometer sind die Einschläge mit dem Erdbeben. Für uns, Gott sei Dank, ich habe immer gesagt, Paradies ist eigentlich, in einem Biergarten zu sein, bei circa 27 Grad Außentemperatur, unter Kastanien in einem erdbebensicheren Gebiet. Wenn man das erlebt, wie diese Leute, wie schwer das ist, und wenn sie italienisches Fernsehen sehen, dann haben sie natürlich andere Eindrücke, als wenn ich das bayerische Fernsehen sehe. Es ist schon so, dass Gott sei Dank noch die Verschiedenheit ausreicht, um zu sehen, Mensch, das macht mich neugierig. Wenn ich zum Beispiel das italienische Fernsehen sehe, dann sehe ich, fast jeden Tag wird aus dem Parlament einer verhaftet. Der wird nicht und verschwindet wegen Korruption. Und es wird dann berichtet, dass aber schon wieder einer frei ist. Und so geht es ständig. Also so viele Leute, wie da verhaftet werden, das ist wie 10 kleine Negerlein. Also es ist unglaublich, was da, und dann natürlich Mafia. Und die haben eine Mafia, die logischerweise anders ist wie die unsere. Wir haben auch eine Mafia. Und ich habe ja mal gesagt, da wurde ich schlecht angesehen, als ich gesagt habe, was unterscheidet die sizilianische Mafia von der bayerischen Mafia? Ja, dass ich sage, die in Sizilien haben einen Ehrenkodex. Ja.
Sagen Sie, Ihre Frau ist Lehrerin, wofür? Wahllehrerin. Lehrerin, na klar. Englisch, Französisch. Für Englisch und Französisch. Ja. Hat sie Sie auch unterrichtet? Hatte sie in ihrer Ehe eine pädagogische Note Ihnen gegenüber? Ja, doch, doch. Also ja. Schon, ja. Genießen Sie das Alter und wenn ja, wie? Herr Gieser, ich das Alter selber genieße ich nicht, aber ich freue mich jeden Tag, dass ich jeden Tag Geburtstag habe und ich lang so. Und wenn es ein bisschen zwickt, ist es gut, weil wenn gar nichts ist, dann weiß man nicht, was los ist. Verstehen Sie? Ja. Also ein bisschen was muss sein, glaube ich. Also. Bevor Sie, was ich hoffe, uns noch eine Szene vortragen, möchte ich Ihnen sagen, Herr Pold, obwohl Sie es wissen, dass Sie einfach toll sind und so bleiben sollen, wie Sie sind. Ich sage so, wenn mir ein Mensch als Mensch entgegenkommt, da habe ich nichts dagegen. Und wer der Mensch war, um das zu sein, was er ist, das kann man doch meistens nachlesen. Für was gibt es einen Google? Nein. Nur was diese Philosophen und diese Kasperl überhaupt nicht wissen, wie ein Mensch sein Gesicht verliert, okay? Sofern er überhaupt ein Gesicht hat und keine Visage. Ja, Moment, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Ich war, wann war es denn? Ich war schon dreimal in Antalya. Ja, in einem Vier-Sterne-Hotel. Vier-Sterne-Hotel. Am Buffet. Es ist zum Speiben. Na, es ist die Gesinnung. Es ist die Gesinnung, wo den Kratler ausmacht. Der Gesinnungskratler. Entschuldigung, der führt doch den Begriff Mensch ad absurdum. Und diese Kratler sind heute überall. Die nisten heute überall. Wo gibt es denn heute keine Kratler? Die sind über. Ich bin auch umzingelt von diesen Kratlern. Ich habe einen direkt neben mir. Ein Kratler, hey? Ranftl mit Namen, hey? Der stellt sich neben meinem Zaun hin und schnäuzt sich. Ich habe gesagt, Herr Ranftl, das sage ich Ihnen, so wie Sie sich schnäuzen, hören Sie auf, sich so zu schnäuzen. Hey? So schnäuzt man sich nicht, jedenfalls nicht in Mitteleuropa. Hey? Wenn Sie jetzt, will ich Ihnen etwas sagen, ich habe lange gebraucht, Ich habe 40 Jahre lang hart gearbeitet und mein Traum war ein Haus mit Garten. Okay? Und ich bin hart immer am Leberkäse gesegelt. Okay? Und dann habe ich das Haus und habe so einen sogenannten Künstler neben mir. Ich habe immer gemeint, die Künstler verhungern. Der nicht. Nein? Der frisst Schnitzel. Kannst mir nicht besser. Das ist doch das Allerletzte. Diese Krackler. Schauspieler, wie er angeblich Schauspieler, jetzt will ich nur was sagen, ich schaue regelmäßig im bayerischen Fernsehen diese Sendung, daheim ist daheim. Ja, den habe ich noch nicht einmal gesehen. Ja. Also nicht berühmt. Ja. Nein, wissen Sie, ich sage so, der Mensch, was ist der Mensch? Ich weiß ja schon, was der Mensch ist. Ich kann es Ihnen eigentlich, das kann man leicht erklären. Der Mensch ist für mich ein Zwischenwirt. Ein Zwischenwirt. Nichts anderes. Ein Paradies, ein Biotop für Parasiten aller Art. Waffenhändler, Bestattungsinstitute, Automakler und vor allem die Menschen. Die Menschen werden geliebt von den Religionen. Wo ein Mensch ist, da geht die Religion hin. Wie der Fußpilz. So ist es. Wissen Sie, mein Gott, der Mensch. Der Mensch ist natürlich auch ein Kostenfaktor, aber nur der Mensch, der überhaupt als Mensch registriert wird, die anderen nicht. So schaut es nämlich im Grunde aus. Und dann muss ich noch was sagen. Ich meine,
Ein Mensch, der sich als Mensch selber erkannt hat, ist gut beraten, das nicht erkennen zu geben. Gemäß dem Spruch, der lautet, warten Sie mal, der lautet, ich weiß nicht, woher ich komme, weiß nicht, wohin ich gehe, aber wundere mich, dass ich so fröhlich bin. Das ist von einem Intellektuellen. Aber trotzdem nicht blöd. Ne? Also, wissen Sie, ich sage Ihnen was. Ich sage Ihnen was. Ich weiß doch auch manchmal nicht. Bin ich Objekt, bin ich Subjekt? Bin ich Mandal, bin ich Weiberl? Träume ich oder träumt mir? Ne? Apropos mir, das Wort wir, das möchte ich auch noch mal sehen. Wer ist denn wir? Entschuldigung, wer ist denn wir? Wer ist denn das? Wir, wer ist das? Bin ich wir? Nein, ich war noch nie wir. Okay? Ich bin nicht wir, werde nicht wir, aber ich weiß, wer wir ist. Das sind die anderen. Und die wissen es ganz genau. Okay? Was? Haben Sie auch gemerkt? Ja, Sie haben es auch gemerkt. Es stimmt. Wissen Sie, manchmal ist es so, ich rede halt einfach nur so vor mich hin und hoffe, dass ein Gedanke bei dem, was ich sage, Schritt halten kann. Und wenn nicht, dann hat er Pech gehabt, der Gedanke. Servus, Servus.